Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel, wir machen die nächste Bonus-Episode Platz für Team Charm. Oh yeah. Ich habe gerade schon die Aufgabe einmal begonnen. Und wieder gemerkt, dass das Mikrofon nicht angeschalten war, warum auch immer. Das fuckt total ab. Eines Abends. Am östlichen Horizont. In einer entlegenen Ruine. Ein Georock. Das sieht aus wie der tiefste Teil des Dungeons, ja. Da oben ist ein Schatztruhe. Sag bloß, das ist der sagenumwobene Schatz, von dem alle reden. Ja, ist es. Muss es sein. Dies ist der Schatz, der zu diesen Ruinen gehört. Ich habe als Erkunder so lange und hart geschuftet. Und endlich finde ich, wonach ich so lange gesucht habe. Einen unglaublichen Schatz. Ja, alles klar. Ich behalte mich lieber. Nein, warte. Jetzt, wo ich hier bin und den Schatz bergen kann, dann mache ich mir Sorgen, dass die Ruinen zusammenfallen können. Aber gut, dass ich daran gedacht habe. Bei der ganzen Aufregung bin ich fast leichtfertig geworden. Na gut, ich werde diesen Schatz behutsam bergen. Und dann so schnell wie möglich herausrennen, bevor alles über meinen Kopf zusammenstürzt, ja. Es gibt keine Zweifel. Dieser Schatz gehört mir. Einen Augenblick mal. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Scheiße. Was war das für eine Stimme? Diesen Schatz haben wir entdeckt. Und daher haben wir ein Anrecht darauf. Wir werden ihn dir nicht überlassen. Wer spricht da? Na, wo seid ihr? Zeigt euch. Zeigt euch? Hast du gesagt? Nun gut, dann wollen wir uns mal zeigen. Stärke. Wissen. Schönheit. Hier sind die Schatzjäger von Team Charm. Ja, aber was soll das? Ja. Es ist zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Ja, der Schatz ist weg. Ja. Sowas. Man hat mich eingelegt. Sie waren es. Lauf, Georock. Die Decke, sie stürzt ein und ein. Lauf, Georock. Wir haben keine Hintergrundinformation zu Team Charm. Das ist ein bisschen problematisch. Oh, sehr gut. Das ist alles gut gelaufen. Der Schatz der Ruinen ist unser. Ein Zuckerschlecke, nicht wahr? Ein Sieg nach dem anderen. Ganz genau. Oh, noch nicht ein Schatz, den wir haben wollten, ist uns bisher durch die Lappen gegangen. Kein einziger. Team Charm hat eine Erfolgsquote von 100%. Darauf sind wir stolz. Alles klar, weiter geht's. Und weiterhin ungeschlagen. Oh, wir sind die Schatzjäger von Team Charm. Zu dritt. Zu dritt gibt es nichts, was wir nicht machen können. Ja, eingebildet, ey. Bonus-Episode 4, Platz für Team Charm. Wie geil sieht das denn als Hintergrund aus, ey? Die ganzen Herzen im Rosa, geil. Die Schatzjäger von Team Charm sind ein berühmtes Erkundungsteam. Für sie spricht ihr Meisterrang und ein fabelhafter Ruf unter Erkundern. Aber vor allem ihr Talent, versteckte Schätze aufzuspüren, wird von allen geschätzt. Wie dem auch sei, diese Geschichte beginnt ein wenig früher. Diese Geschichte spielt zu der Zeit, bevor Team Charm berühmt wurde. Jenes Team Charm, das jeden Schatz bekommt, auf den es aus ist. Ihr nächstes Ziel ist... Weiß ich nicht, aber okay. Wartet auf mich. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich die ganze Zeit sprechen soll. Ich habe nur eine weibliche Stimme. Und das ist einfach nur Hochreden. Mann. Wir sind schon ziemlich weit. Wir sind schon in Reichweite unseres Ziels. Ein bisschen noch Meditales. Unser Ziel ist nicht mehr weit, sobald wir diesen Dschungel verlassen. Es ist ein Ort namens Geröllbruch. Das ergaben zumindest meine Recherchen. Oh, tief im Geröllbruch soll es einen legendären Schatz geben. Man sagt von ihm, er sei so schön, dass man es nicht in Worte fassen könne. Ein wunderschöner Schatz. Oh. Klingt fast,
als würde er zu gut zu uns passen. Ist das so? Wenn ich das so höre, macht es mich irre glücklich. Na gut, lasst uns unser Bestes geben und diesen Dschungel durchqueren. Ahem. Bluebella, wie süß. Wer bist du? Ich bin Bluebella. Ich lebe in diesem Dschungel. Falls ihr gerade über den Schatz im Korallenbruch gesprochen habt, gebt besser auf. Was? Warum sollten wir? Eine Menge Erkundungsteams waren bereits hier. Waren bereits hinter diesem Schatz her. Oh. Aber bis jetzt hat ihn doch niemand entdeckt. Alle wissen, dass es unmöglich ist, sie zu finden. Und seit kurzem glauben wir... Also, die von uns, die hier leben, wir glauben, dass es wohl nie einen Schatz gegeben hat. Glaubt ihr nicht, dass ihr auch aufgeben solltet? Vielen Dank, Bluebella. Aber wir geben niemals auf. Ach ja? Diese Art Schatz klingt genau nach dem, wonach wir am liebsten suchen. Wir finden immer so, wonach wir suchen. Und das sind meistens Schätze. Jo. Wir sind immer noch die charmanten Schatzjäger. Team Charm. Hey Schlapper, sobald du fertig bist, ziehen wir weiter. Quer durch den Dschungel. Jo. Mit Schlapper in der Hauptrolle. Jo. Ist cool, ich mag Schlapper. Das ist Pokémon. Was nehmen wir denn mal? Verhindert Verwirrung. Spezialangriff auf jeden Fall. Angriff und Spezialangriff. Und. Verhindert Schlaf ist schon ganz gut. Nehmen wir nochmal Silberdorn mit. Nee, komm, scheiß drauf. Äpfel. Eine Pösifbeere. Persinelbeeren. Und ein paar Top-Elixiere. Alles klar. So, dann nochmal Apps. Nein. Items, genau. Spezialband. Auf jeden Fall Gardevoir. Spiralband für Meditalis und Alertoskop für Schlappohr. Und wir können weiter. Fortfahren, yo. Süddschungel. Was hat er denn für Attacken? Staffete. Was ist eine Staffete? Anwender nimmt der Reihe nach Position anderer Pokémon im selben Raum ein. Okay. Machen wir mal, wie es aussieht. Fund erstmal fixieren. Wow, ich dachte, Schlappohr hat irgendwie coolere Attacken oder so. Als ob er Sinebeere gegessen hat. Ich wollte die haben. Mann. Egal. Gut, ja, ich kenne diese Bonus-Episode gar nicht, Leute. Gar nicht. Ich habe von der Bonus-Episode keine Ahnung. Mal sehen, wie sie so ausfallen wird. Wow, das macht ja viel Damage. Obwohl es effektiv war. Egal. Ja, mal sehen, wie die Bonus-Episode so ist. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und wir kriegen hier total auf die Fresse. Gedankengut. Ja, hör auf, Gedankengut einzusetzen. Das brauchst du eh nicht. Hallo, Vipitis. Oh Mann, ey. Schlappohr hätte ja auch mal bessere Attacken haben können, ne? Aber gut. Eieiei. Vegetalis kriegt auf die Schnauze. Greif doch an, Meditalis! Wieso heilt er jetzt nur mich? Ach nee, okay, er heilt alle, okay. Alles klar. Aber dafür... WTF. Dafür kriegt sie Schaden? Wie behindert ist das denn? Okay. Ah, oh, endlich haben wir den besiegt. Meine Güte. Ach, komm schon. Kann ich nicht mit Meditalis in der Hauptrolle spielen? Mann. Hätte ich viel mehr Bock drauf irgendwie. So, erstmal die Attacken gucken. Gedankengut bitte ausmachen. Willenleser ausmachen. Der Rest kann anbleiben. Der Rest ist ganz okay. Staraptor. Oh, ich habe dieses Pokémon geliebt. In Diamant und Perl und Platin. Staraptor war richtig cool. Das war ein Flugkampf-Pokémon, ey. Das war das Perfekte für mein Team. Ich habe es einfach immer in meinem Team gehabt. Immer. Hör doch auf!
Du bist dumm. Ich glaube, ich mache Heilopfer wieder weg. Hör doch auf! Bringt die sich jetzt um, oder was ist da los? Nee, hat sie nicht, okay. Heilopfer ausmachen. Ich habe keine Ahnung, wie das KP, die KP des Anwenders sinkt jedoch auf 1. Ja. Also sinkt sie immer nur auf 1, okay, alles klar, aber das ist trotzdem zu dumm. Darauf habe ich keinen Bock. Kein Bock, dass diese Attacke irgendwie irgendwas versaut. Darauf habe ich echt keine Lust. Das ist das. Nee. Meine Güte. Ist eine coole Attacke, ja. Vor allem im Mystery Dungeon wahrscheinlich. Aber das ist mir eindeutig nicht wert. Eindeutig nicht. Vielleicht mal in Kombination mit einem Ausdauerband oder so. Aber sonst, nein. Wie viel Geld haben wir? Wir haben nur... Ach komm, wir können hier eh nichts kaufen. Mann, no. Es wäre so geil, wenn da jetzt ein Belebersam gewesen wäre. Aber naja. Zack. Zack. Okay. Wie gesagt, was mit den Stimmen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da die ganze Zeit irgendwie eine Stimme machen kann. Oder eine andere Stimme für jeden dieser Charaktere. Ich habe halt nur diese eine weibliche Stimme. Halt einfach nur hochreden. Macht Sinn, ne? Und ich weiß nicht, wie ich die auf 3 weibliche Charaktere anpassen soll. Die gleichzeitig spielen, das ist ein bisschen problematisch. Ich habe so eben schon gedacht halt... kannst du mal nicht da lang laufen? Ja, Schlappohr halt eingebildet. Medital ist so ein bisschen psychomäßig. Und Gardo war einfach ruhig. So versuche ich das irgendwie zu machen. So ein bisschen... Och, komm schon. Och gut, sie wurden nicht aktiviert, alles klar. Ja, so versuche ich das ein bisschen zu sprechen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass das funktioniert die ganze Zeit. Deswegen, also nicht irgendwie wundern. Wenn irgendwann mal nicht mehr die Stimmen zu den Charakteren passen oder so. Ich meine, passen tun sie wahrscheinlich eh nicht. Weil es sind weibliche Stimmen und ich bin eine männliche Person. Das ist ein bisschen problematisch. Aber naja. Okay. Welches Level sind wir eigentlich? Level 32? 32? Gerade war es sogar Level höher als wir. Krass. Medital ist ja trotzdem mit Abstand die beste KP. Obwohl er das niedrigste Level hat. Ja, GG. Zack. Gardevoir hat endlich mal eine normale Attacke eingesetzt, ey. Wow. Ich bin ja begeistert. Gut, ich habe keine Ahnung, was ich hier labern soll. Ich habe gestern noch ein Placement-Game gespielt. Noch eins gewonnen. Ich habe Leona gespielt. Nur ein A gekriegt, obwohl ich eigentlich voll gute Stats hatte. Ich glaube, ich hatte 2-2-19 oder so. Oder 3-2-19, irgendwie so. Und unser Team hatte allgemein auch irgendwie nur... lass mich kurz... warte, ich war an 22 Kills beteiligt. Das war irgendwas mit... 33 Kills oder so. Das heißt, ich war nur an 11 Kills nicht beteiligt. Das war eigentlich... Ist eine ganz gute Sache, finde ich. Weil viele Kills halt auch auf Toplane und so passiert sind. Mitte, weil unsere Mitte und Toplane war einfach übel strong. Und... Ja, aber irgendwie... Weiß nicht. Nur ein A bekommen. Fand ich ein bisschen schade. Aber naja. Sieht so aus, als hätten wir die andere Seite des Dschungels erreicht. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Anscheinend haben wir den Dschungel, Süddschungel verlassen. Also... Müsste der Geröllbruch direkt vor uns liegen. Cool. Na nun? Mir ist, als hätte ich gerade ein sonderbares Geräusch von dort drüben gehört. Schon wieder. Cool. Oh, da war es wieder. Lass uns mal nachschauen gehen. Jo. Knoddeluff. Lol. Jemand ist bewusstlos. Er bewegt sich nicht. Bewegungslos. Da
Das kann doch nicht sein. Das, was... Oh nein, ist er... Aber er bewegt sich gar nicht. Oh nein. Meine Nase ist schon wieder zu fast, ey. Schlappohr, Gardevoir, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Grrr. Schon wieder dieses Geräusch. Wir haben doch gehört, dass es von hier kam. Das ist Knuddeluff, oder? Oh, kommt das von... Anscheinend ist er gerade Hunger, vor Hunger ohnmächtig geworden. Meditales, versuche ihn mal einen davon zu verabreichen. Alles klar. Ich kümmere mich um ihn und dann sehen wir mal weiter. Meditales legt etwas neben das unmächtige Pokémon. Einen außergewöhnlichen leckeren, perfekten Apfel. Was? Oh, dieser Geruch. Oh, wie lecker. Ein kleines bisschen sauer, aber ganz sicher süß. Oh, was für ein Geruch. Ich wusste es. Ein perfekter Apfel. Sein Herz. Puh. Oh, vielen, vielen Dank. Das war wirklich lecker. Vielen Dank. Danke euch. Dank euch fühle ich mich... Fühle ich mich so viel besser. Perfekte Äpfel sind mein absolutes Lieblingsessen. Magst du perfekte Äpfel wirklich so sehr? Hier, dann kannst du auch meinen haben. Wirklich? Schlappe, gib dem mysteriösen Pokémon einen perfekten Apfel. Oh, vielen Dank. Juhu. Wir sind Schatzjäger von Team Charm. Und wer bist du? Ach genau, ich bin Knuddeluff. Ich bin der erste Lehrling des großen Erkunders Amaldo. Knuddeluff, schön dich kennenzulernen. Von einem Erkunder namens Amaldo habe ich noch nie gehört. Aber wenn du sagst, dass du ein Erkunderlehrling bist, sag bloß, dass du auch auf den Schatz im Steinbruch aus bist. Aber sicher. Wir sind diejenigen, die diesen Schatz finden werden. Schatz? Wovon sprecht ihr? Ich habe nur einen Spaziergang gemacht, das ist alles. Aber plötzlich war meine ganze Verpflegung weg. Gestohlen. Dann bekam ich einen riesigen Hunger und meine Kräfte schwanden. Mir wurde schwarz vor Augen, das ist alles. Oh, so ist es also. Wenn das so ist, ist ja alles in Ordnung. Was für ein sonderbarer Erkunder. Nun gut, lass uns schnell weiterziehen. Also bis dann, Knuddeluff. Pass auf dich auf. Jo. Auf Wiedersehen. Vielen Dank noch einmal, liebe Freunde. Knuddeluff ist schon so ein Held irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich feier Knuddeluff ja so ein bisschen sehr, ne? Ist schon ganz geil. Was ich noch sagen wollte, genau. Schade, dass ich kein S bekommen hatte, weil wenn ich ein S bekommen hätte, hätte ich Leone endlich auf Level 7 gehabt. Oh, das wäre so geil gewesen. Mir fehlt jetzt noch 4 Placements, ich stehe jetzt momentan 3-2. Ne, 4-2. Und ja, wow, ist hier viel los. Ich mache die 4 Placements heute noch. Dann gucke ich mal. Oha, sind das alles Erkunder? Vielleicht. Die haben sich alle getroffen, um den Schatz aus dem Steinbruch zu heben. Wow, dann verreißen wir Damen, Frau. Oh, seid ihr Damen auch ein Erkundungsteam? Ihr seht viel zu zart aus, um ein wahres Erkundungsteam zu sein. Irgendwie so. Das ist doch zu schwierig für Mädchen. Ich sollte besser aufgeben. Danke für den Rat. Du meinst es sicherlich gut. Aber es ist unfair, nach dem Äußeren zu urteilen. Apropos, wie sieht es denn nun mit dem Schatz aus? Oh, den hat bisher niemand gefunden, hä? Er wurde noch nicht entdeckt, noch absolut gar nichts. Der Steinbruch soll aus einem komplexen Labyrinth bestehen. Und es soll wirklich einfach da sein, sich darin zu verlaufen. Oh. Aber trotzdem sollte es möglich sein, es wenigstens zur Hälfte zu schaffen. Aber nach dem Wegpunkt wird es wirklich schwierig. Schwierig?
Genau. Selbst wenn man sich strikt vorwärts bewegt, landet man immer wieder dort, wo man gestartet ist. Ganz egal, wie häufig man es auch versucht. Und deswegen ist so gut wie jeder hierher zurückgekommen, um sich darüber mit den anderen auszutauschen. Dahinter versteckt sich anscheinend eine Art Rätsel, das ist meine Meinung. Und solange dieses Rätsel nicht gelöst wird, bleibt der Schatz unauffindbar. Blumella hat vorhin etwas Ähnliches gesagt, dass dieser Schatz unmöglich zu finden sei. Sieht fast so aus. Aber wenn es so eine Art Schatz gäbe, dann würde es sich erst recht lohnen, ihn ausfindig zu machen. Wir sind Team Scham, uns hält nichts auf. Hey, ihr da drüben. Ihr gebt es auf, der Schatz gehört uns. Ach die, okay. Der Schatz wird von der Diebesbande Team Spa gefunden werden, nur damit das klar ist. Team Spa? Team Spa? Wieso Team Spa? Sneebel, Pions Gora, Pions, wie heißt, okay, und Arbok, ja, okay. Die Diebesbande Spa, die mit dem unsagbaren schlechten Ruf sind hier. Verstanden? Ihr seid gemeint, niemand, damit niemand euch wehtut, gebe ich euch den Rat, besser schnell zu verschwinden, habt ihr uns verstanden? Hey, was ist denn mit den was ist denn mit denen? Ja, habt ihr noch nicht von dem Spa gehört? Die Spa ist eine Diebesbande, deren Boshaftigkeit keine Grenzen kennt. Ich muss den Part beenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort Pion Draghi ist, genau. Er macht Gegner mit seinen großen Scheren und langen Reißzähnen fertig. Das ist Arbok. Er ist extrem rachsüchtig. Und das dort in der Mitte ist ihre Anführerin Snibunna. Oh, weiblich? Oh. Gerüchten zufolge ist sie wirklich stark. Man sagt, dass ihr jedes Mittel recht ist, um ihre Ziele zu erreichen, egal wie niederträchtig es auch sein mag. Die Mitglieder von Team Spa sind überall berühmt-berüchtigt für ihre schrecklich schimpferiges Verhalten. Alle Pokémon, die ihnen je in einem Dungeon begegnet sind. Man sagte, dass all jene, die Heimreise ohne jegliches Gepäck antreten durften, komplett ausgeraubt. Ihr da. Habt ihr gar nicht gehört? Jetzt gar nicht zugehört? Hat Lady Snibunna euch nicht gerade befohlen, die Pike zu machen? Wenn ihr nicht gleich verduftet, wird es schmerzhaft für euch enden. Ich bin ganz ruhelos, weil ich seit so langer Zeit schon kein mehr gebissen habe. Sagt mal, wer wird zuerst gebissen werden? Wer wird es sein? Hey, ihr! Was ist denn los? Ich gebe auf. Auch deren Ernst. Ich auch nie. Ich auch. Alle geben auf. Euer Ernte. Na, Feiglinge. Sag mal, Pion Draghi. Sind diese süßen Mädchen immer noch hier? Ja, das sind sie. Sieh mal an. Sie scheinen sie ja wirklich Rückgrat zu haben. Seid ihr nicht ängstlich? Oh, verstehe. Ihr verehrt uns und wollt unsere Freunde sein. Ja, genau das wird es sein. Wenn das wahr ist, umso besser. Ihr Mädels seid süß, aber daher, ich denke, wir lassen es zu, dass ihr mit uns befreundet seid. Was bildet ihr euch ein? Was? Sich mit Pokémon anzufreunden, denen ein derart schlechter Ruf wie euch vorauseilt? Warum sollten wir sowas tun? Das ist nicht unser Stil. Was? Wir finden euch nicht so furchterregend oder so. Und euch bewundern? Das würde uns im Traum nicht einfallen. Ihr! Wir waren so nett zu euch. Und das scheint euch über den Kopf gestiegen zu sein. Cool. Ihr seid ja noch schwächer als erwartet. Was? So was. Pion Draghi, lass uns das sofort richtig stellen. Wartet. Wartet, ihr zwei.
Ja, Herrin. Aber Herrin Snibunna. Ihr? Ihr habt euch gerade einen Feind gemacht und der heißt Team Spar. Und ihr werdet noch nicht einmal bereuen, richtig? Ja, absolut nicht. Diese Pforte, wir werden sie nicht vergessen. Aber Kbi und Ragi, wir gehen. Ich habe keine richtige Stimme für Snibunna, irgendwie. Ihr vergesst das nicht. Beim nächsten Treffen machen wir euch mit euch kurzen Prozess. Endlich kann ich beenden diesen Part. Mann, ihr denkt, ihr könnt euch einfach so aus dem Staub machen? Wir haben bisher jeden Schatz für uns beanspruchen können. Und das wird dieses Mal auch so sein. Wir werden nicht scheitern. Schlappor, Gardevoir, wir müssen uns beeilen. Entschuldigt. Entschuldigt. Du bist zuvor. Bist du nicht weggelaufen? Doch, das stimmt. Hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Visor. Ich habe euren Streit mit dem Spaß im Schatten beobachtet. Wie ihr ihn so mutig widersprochen habt. Das war das erste Mal, dass ich da wie jemand dem Spar in den Weg stellt, ohne zu zögern. Sehr beeindruckend, nachdem ich euch gesehen habe. Aber ich bin mir sicher, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team Spar hat eine Lektion verdient. Warum Team Spar? Nun, ich war vor einiger Zeit mit Freunden in einem Erkundungsteam. Und meine Freunde, sie wurden während eines Abenteuers von Team Spar aus dem Hintergrund angegriffen. Sie wurden ernsthaft verletzt. Was? Und meine Freunde sind seither zu verängstigt, um wieder auf Erkundung zu gehen. Sie verbringen ihre Tage in Angst und Zittern im Dunkeln. Es ist schrecklich, ich kann das gar nicht mit ansehen. In diesem Zustand können sie mich nicht auf einer Erkundung begleiten. Schrecklich, sage ich. Wisst ihr, das sind wirkliche Übertäter. Die Gerüchte über sie sind wahr. So etwas Schreckliches zu tun, dass deine Freunde nicht mehr auf Erkundung gehen wollen. Als Erkunder, da können wir diesen Halunken so etwas nicht verzeihen. Gut verstanden, wieso? Wenn wir Team Spar noch einmal über den Weg laufen, werden wir ihnen mit Sicherheit eine Lektion verteilen. Im Namen deiner Freunde. Ja, danke vielmals. Nun gut, jetzt sollen wir uns aber aufmachen. Ja, endlich. Gut, Leute, wir beenden hier den Part. Meine Güte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Überlange Part. Geil, ey. GG. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.